Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist die Deklination der Ordinalzahlen. Die Ordinalzahlen werden dekliniert wie Adjektive. Das bedeutet, sie können 5 verschiedene Endungen haben. Zum Beispiel Endung E oder N, R, S oder M. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Also fangen wir mit dem Nominativ an. Zum Beispiel: Die ersten Arbeitstage sind immer stressig. Hoffentlich nicht, aber wir können sehen im Nominativ die ersten, also ganz normale Adjektivdeklination. Ich gebe dir ein paar Beispiele im Dativ. Er ist am 2. Juli geboren. Oder am 1. Januar feiern wir Neujahr. Also du siehst am 1., also im Dativ. Oder warst du schon in Berlin? Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Also dieses zum ersten Mal kann man extrem häufig im Alltag hören. Gehen wir weiter mit dem Akkusativ. Erinnerst du dich an unseren ersten Besuch bei Familie Müller? Also an unseren ersten Besuch. Akkusativ. Und jetzt letztendlich im Genitiv. Der Vater war bei der Geburt seines ersten Sohnes dabei. Also seines ersten, also die Endung für Genitiv, maskulin, Sohnes dabei. Hoffentlich war das ganz hilfreich für dich und deswegen bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und wir sehen uns nächstes Mal.